Goran Filipovic, Ringrichter. Zwei völlig unterschiedliche Typen, ne? Ja, wir starten natürlich jetzt wirklich on fire. Bin ich sehr gespannt auf den Kampf. Naja, der Oscar Blasene, der ist natürlich immer schwer zu halten. Ja, hat auf jeden Fall viel Dampf hinter seinen Fäusten. Aber Mario bietet natürlich auch eine längere Reichweite. Ist ein bisschen größer. Ja, beide fangen mal vorsichtig an. Der haut natürlich auf alles, was sich bewegt im Ring. Ne? In so einen darf er auf gar keinen Fall reinlaufen. Also so ein Schwinger sind natürlich sehr gefährlich. Schön. Ja, sehr zaghaft, was der Kuso da macht. Ja. Jetzt hat er schon zwei Treffer bekommen. Man sieht die Augen. Die ist nicht mehr ganz so klar, aber mal gucken, was da noch passiert. Die holt er schon von ganz weit aus, ne? Die Haken. Wenn da einer trifft, dann... Ja, mal die Rechte. Ne? Ja, da fallen sie fast aus dem Ring raus. Dann hat er umgestoßen. Noch ein harter Treffer. Immer die Rechte. Nochmal. Zwei, dreimal. Kick da, haut sie selber um, denn er muss natürlich auch sehr weit hochkommen, ja. Ne, wenn er versucht zum Kopf zu kicken. Da hat es Mario schon viel einfacher. Ja, alles kurze Haken. Da haben wir ein eingesprungenes Knie. Aber nicht durchgekommen von Kuso. Er versucht immer wieder mal das rechte Knie anzubringen, aber jetzt schöner Haken. Ja. Ja, so einer, wenn trifft, dann ist Feierabend, würde ich mal sagen. Aber er kommt noch nicht ganz durch. Ist ja kurzfristig eingesprungen, der Mario Kuso. Für Kemal Sali. Aber er macht keinen unfitten Eindruck. Nee, 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 er schaut nicht. Auf jeden Fall vorbereitet aus. Er weiß, was er tut. Ja, war eine harte erste Auftakt, Runde für den Kuso. War eine Zeit lang verletzt, der Oscar Plasene. Das war die erste Runde. Hand-OP gehabt, soviel ich weiß. Der Sponsoren, die diesen Kampf die erste Runde war auf jeden Fall gut. Da ist er gut reingekommen. Hat er auch einige Treffer landen können. Heute hier Geschäftsführerin Janine Geißenhofer. Ja, So eine Runde braucht man auf jeden Fall, um so ein bisschen in den Kampf reinzufinden. Er hat ja schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Kämpfer, der eingesprungen ist, Johannes Kurz. Ja, der wurde, der war natürlich absolut beweglich. Ne? Er hat, ja, also, ist am Donnerstagabend angerufen worden, ob er am Samstag kämpfen kann. Ja. Und hat einen Unentschieden sich da erfochten. Ja, man muss sich halt auch immer auf den Gegner einstellen. Ja. Dann braucht eine gewisse Zeit und für viele ist es dann mental nicht mehr machbar, sich in dieser kurzen Zeit sich darauf einzustellen. Und dann hat der Kurz ist ja nochmal hier Spielverderber geworden gegen Dia Hessen. Ja, den hat er gewonnen. Ja, hat es natürlich sehr gut gemacht. Ne? War sehr variabel, aber ich glaube, da kommt noch was. Also ich glaube, ja, bin mal gespannt, aber Dia lässt ja auch nicht sowas auf sich sitzen. Ja. Da bleibt Kuso in den Seilen hängen jetzt mit seinem Fuß. Er macht natürlich viel zu wenig aus seiner Reichweite, der Kuso.
Er kombiniert zu wenig. Höchstens das Knie kommt jetzt mal. Da rutscht er aus und ist in den Seilen drin. Da kann man aber sich auch ein Band reißen da unten, wie der da weggedreht ist. Ja, Dia versucht natürlich, den K.O. ein bisschen zu erzwingen. Immer wieder die Haken rein. Oscar. Oscar meine ich. Dia ist der Onkel von Oscar. Ja. Aber ja, macht das trotzdem aber wenn er da mit seinen langen Armen mal arbeiten würde, der Kuso, dann könnte er ihn einfach vom Leib halten, auf alle Fälle. Kommt ja gar nichts in der Führungshand. Haben wir wieder die Frage, ist es einfacher für einen Langen gegen einen Kleineren zu boxen oder für einen Kleinen gegen einen Langen? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man das nutzt. Also, ich war ja meistens immer der Kleinere. Meistens hat er aber auch noch kleinere als ich. Und ich glaube, es ist auch vieles Mindset, ne? Wie du darauf eingestellt bist. Jetzt schmeißt er ihn einfach um. Ist natürlich nicht erlaubt. Naja, Filipovic zeigt auch mal an. Ganz eine Minute noch. Kuso fängt mit einer Kombination an. Ja, für so einen Schwinger ist manchmal, muss die Reichweite auch passen und die Distanz. Oh, aber da fängt er ihn auf mit einem schönen linken Haken, aber steht wieder. Ja, und Filipovic gilt, zählt ihn nicht an. War eigentlich ein Wirkungstreffer, ne? Ja, fand ich auch. Aber es hat natürlich Oscar gesehen, der will das wiederholen, ne? Das sieht man in seinen Augen. Ja, stand auch direkt neben dran, der Filipovic, aber na gut. Ja, Oscar hat es jetzt viel mit den rechten Haken probiert, aber links klappt meistens besser. Aber jetzt kommt Kuso auch mit ein paar Kombinationen. Ja, Kicken. Muss ja auch mal was machen. Ja, sei einfach noch zu wenig. Ja. Auch die Runde. Aber ich meine, wenn er sich vorher in meinem Video angeguckt hat, der Kuso, dann müsste eigentlich auch wissen, wie der Lasene kämpft. Und bei den meisten fehlt es ja an der Umsetzung. Ja. Wissen tun das ja viele, ne? Da war mal das eingesprungene Knie, das war okay. Da kommt natürlich auch die Aufregung dazu, wenn du jetzt auf einmal im anderen Land bist. Und da war die linke drinne voll. Ja. Achtung, jetzt kommt noch eine Szene. Ja, absolut. Das war ein Wirkungstreffer, hätte eigentlich angezählt werden müssen. Naja, liegt so nach Punkten vorne, der Oscar Blasene. Abitzer Steko, Zvonko Josipovic. Er ist im Laden. Tilo Kuttler, alles im Laden, ja. Dritte und letzte Runde. WKU Profi-Europameister Oscar Blasene ist er geworden gegen Mirko Fasano aus Italien, WKU deutscher Meister und der Mario Kuso ist griechischer Meister. Also er kommt immer auf der Innenbahn durch. Oscar muss natürlich in der kurzen Distanz bleiben. Aus der langen Distanz wird es natürlich schwer durch die Reichweite, aber ist schon wieder ein Treffer. Und Kuso weiß, er muss mehr machen. Er versucht jetzt mehr Kicks anzubringen, aber alles aus dem Rückwärtsgang. Ja. Na gut, es gibt ja auch durchaus Experten für Rückwärtsgang, ne? Das stimmt. Aber er ist keiner. Nee. Erste Verwarnung fürs Halten. Darf man natürlich nicht, aber. Ja. So, wie lange geht's noch? 1,35. Ja, Hälfte haben wir.
Ja. Ja. Ja, da wieder gestoßen. Ja, jetzt wollen es beide nochmal wissen. Jetzt Endspurt, 1,20 haben wir noch. Oskar muss natürlich jetzt wieder was machen. Ne? Er darf ihn nicht kommen lassen mit seinen Kicks. Oh, oh da war. Das war ein Wirkungstreffer. Ja. Hat aber Filipovic nicht gesehen, weil er hinten dran war. Aber so einen darf er nicht nochmal einstecken. Sonst hat er Glück gehabt, dass er ihn noch, also noch mal ermahnt hat. Hat er ein bisschen Zeit gehabt. Oh. Da muss er aufpassen jetzt. Das ja, noch die Minute kann lang werden, ja. Ja. Ja, man sieht, der ist müde. Das war auf jeden Fall, hat ihn einmal angeklingelt. Da, ja, nochmal. Oh, scheiße. So, und jetzt? Ja. Dreht er richtig schön auf. Stehen wir das politisch übrigens in der Ecke. Aber ja, lass den Kampf nochmal. Ja, da kommt er nochmal. Jetzt hat er nicht gut geleckt. Immer wieder das Knie. Ja. Was macht er jetzt? Mundschutz rausgeflogen. Ja, Mundschutz. Aber das... Ja, das ist taktisch. Ja. Ja. Eine halbe Minute noch. Die kann jetzt noch mal lang werden, wenn man... Wenn man nicht mehr kann. Ja. Oh. Schöner Treffer. Aber die Motivation ist auch bei Kuso. Er hat gesehen, er hat einen Wirkungstreffer gelandet und will natürlich das Ganze jetzt beenden. Und Oskar muss jetzt noch mal richtig... Ein paar Treffer braucht man noch. Ja, aber jetzt gleich um die Runde. Ja. Da war noch mal die Linke drin. Ja, dann hat er noch mal umgeworfen. Jetzt gibt es die Verwarnung. Ja, ja. Minuspunkt. So, und, natürlich und der kann wehtun. Ja. Das war ein interessanter Kampf. Also. Absolut. Vor allen Dingen ja die letzte Runde. Also beide hat er noch mal gedreht. Waren, ja. Schwach angefangen von Kuso, aber ist noch mal in der letzten Runde gekommen. Er hat gesehen. Beide Kämpfer und auch der Ringrichter einen ordentlichen Applaus verdient. Klasse. Und die drei Punktrichter haben sich für einen Kämpfer entschieden. Es gibt ein einstimmiges Urteil. Müsste eigentlich zugunsten der blauen Ecke sein, die ersten zwei Runden. Waren ganz klar an Plasene. Sieger nach Punkten. In der roten Ecke Mario Kuso. Also heute hast du kein Glück mit deinem Feuersack. Mit meinen Prognosen. Ja, schade. Hat alles gegeben, der Oskar Plasene. Ja, ich fand, die ersten zwei Runden hat er eigentlich gut gemacht. Ne? Ja. Ja, Minuspunkt ist natürlich. Ja, gut, da ist die Runde, weg, da hat immer noch zwei gewonnen. Spaß gemacht. Ah, gut. Fotos gemacht. Handyfotos, da fällt mir was ein. Früher hieß es immer, bei Steko kannst du nicht gewinnen, wenn du als Gast anreist. Heute waren es schon mal zwei. Ja. Klappmechanismus, was hier gefunden wurde. Also, wer es vermisst, der könnte sich hier vorne.